11 Freunde aus Deutschland wurden zu Village People gegen den Rest der Welt. Ja. Kennen Sie Jochen Breyer? Der moderiert das aktuelle Sportstudio im ZDF. Sieht aus wie ein historisches Kinderschokoladenverpackungsgesicht aus der Zeit zwischen 1939 und 45. Und hat sich im Zuge der Fußball-WM in Katar mit dem WM-Botschafter von Katar getroffen. Irgendwann kommt das Thema Homosexualität zur Sprache und der WM-Botschafter von Katar wagt es, Folgendes zu äußern. Homosexuelle müssen sich hier an unsere Regeln halten. They have to accept our rules. Homosexualität ist für uns Muslime Sünde. Riesentullus in Deutschland. Ey, was hat der Jochen Breyer denn als Stellungnahme von seinem Gesprächspartner erwartet? Glaubt ein ZDF-Journalist ernsthaft, der Mann könne sagen, yes, Qatar is hotspot for homosexuals from all over the world. So we are looking forward to our very first Christopher Street Day here in Doha. And our police officers will make sure that all the gay men can walk around naked. Each of the new football stadiums has a huge butt-fucking room. You see, LGBTQ is very important here in Qatar, especially for me as a woman. Es mag wehtun, aber wenn es auf der Welt ein Land gibt, welches nicht das Recht hat, sich ideologisch über andere Länder zu erheben, dann ist es Deutschland. Okay.